Es läuft bei der Fortuna. 3 Spiele, 2 Siege, 1 Remis. Die englische Woche nahezu perfekt und doch, statt Sonnenschein, raucht es über der Kölner Südstadt. Ich finde, aktuell ist um die Fortuna herum für mich nicht ganz verständlich. Das Glas immer deutlich mehr halb leer als halb voll. Aus meiner Sicht lasse ich mich immer ganz gerne oder orientiere ich mich immer ganz gerne an Fakten. Und Fakt ist, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt 3 Spieltage vor Abschluss der Hinrunde nur 4 Punkte Rückstand auf Platz 1, nur 2 Punkte Rückstand auf Platz 3. Uns haben ein paar Minuten gefehlt, um tatsächlich zumindest punktgleich mit Chemnitz auf dem 3. Platz zu stehen. Dann hätten wir hier ein absolutes Spitzenspiel. 24 Punkte nach 16 Spielen, man schielt durchaus nach oben. Die Fortuna hat sich nach mageren Wochen zuletzt wieder mächtig aufgerappelt. Ein Gesicht des Aufschwungs, Michael Kessel. Bislang stand er in jedem Spiel im Kader. Gegen Zwickau, Aachen und Paderborn aber jeweils in der Startelf belebt Kessel die Fortuna. Zum einen ist es so, dass er eben als Einwechselspieler sehr, sehr schnell zündet, dass er schon noch so eine rotzige Art hat, die der Mannschaft, glaube ich, prinzipiell sehr, sehr gut tut. Dass er in der Kabine, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller Spieler ist, weil er so eine gute Mischung hat. Auf der einen Seite aus einer gewissen Lockerheit immer einen guten Spruch auf Lager. Er ist natürlich auch ein Kölscher Junge, das heißt, er kennt diese Stadt, er kennt die Geflogenheiten. Ich glaube, da ist er ein wichtiger Ansprechpartner für alle. Und auf der anderen Seite ist er eben ein 100%iger Profi. Sprich, ich formuliere das ja immer so flapsig, wenn es eben die Treppe wieder hochgeht zum Training, zum Spiel, zum Wettkampf, dann ist der Kessi ein 100%iger Profi, der einfach seine Leistung abruft und der um das Training herum eben auch alles tut, um nicht nur auf einem Niveau zu bleiben, sondern es kontinuierlich zu steigern. Steigern will die Fortuna auch ihren Punkteschnitt. Man hat zum jetzigen Zeitpunkt mehr Zähler als in den ersten beiden Drittliga-Jahren, trotz Nackenschläge wie die Verletzung von Kegel. Aber die Fortuna will mehr. Die Liga ist sehr, sehr eng und ich verschließe nicht die Augen davor, dass es ganz, ganz schnell auch nach unten gehen kann. Das haben auch unsere Leistungen diese Saison zum Teil nach unten auch schon gezeigt. Auf der anderen Seite sind wir jetzt gerade in einer brutal positiven Phase. Die Mannschaft hat eine glänzende Antwort gegeben und deswegen bin ich nur voller Vorfreude auf dieses Spiel gegen Osnabrück. Ein Spiel im Südstadion, da wo jetzt noch Ruhe herrscht, am Samstag aber nicht. Diese Mannschaft wird unterstützt mit Sicherheit hier von einer ganz, ganz großen Fanschar, weil in Osnabrück gibt es derzeit kein anderes Thema als das Überwintern auf einem Aufstiegsplatz. Dafür werden die alles mobilisieren. Und wenn wir uns hier zu klein machen oder wenn wir uns von diesem Spiel in irgendeiner Form ablenken lassen von irgendwelchen anderen Dingen, dann habe ich dafür kein Verständnis. Stolz auf das Erreichte, aber gierig auf mehr. Osnabrück eine attraktive Herausforderung und ein Gradmesser, wo man derzeit eigentlich steht. Wir haben zuletzt sehr gut gepunktet und sehr kompakt gespielt. Wir haben ein Heimspiel und wenn wir Osnabrück schlagen, dann fahren wir zu einem absoluten Spitzenspiel zum MSV Duisburg, dem aktuellen Tabellenersten. Und am allerletzten Spieltag hier zu Hause haben wir Mainz, den aktuellen Tabellenletzten. Also für mich gibt es überhaupt keinen Grund, auf irgendwelche anderen Dinge zu schauen, als auf dieses Spiel gegen den VfL Osnabrück. Gewinnen wir es nicht, bin ich gerne bereit, Prügel einzustecken, aber nicht davor. Der Blick geht auf Samstag. Fortuna Köln gegen den VfL Osnabrück. Ein Highlight im Südstadion. Hier will man bei allem Rauch an die englische Woche anknüpfen.